Und damit willkommen zurück zu einem neuen Part Shadow of War hier bei unserem Konfi-Kanal. Und ja, ihr werdet euch fragen, Jung, warum auf einmal in Gorgoroth, wenn wir doch im letzten Part noch in Nurn waren, wo wir unfassbar hintergangen wurden von Bruce, wo wir die Festung kurzfristig verloren hatten, sie mittlerweile aber wieder zurückerobert hatten. Ja, ganz einfach, denn ich bin einfach mal in jedes Gebiet gereist und hab mir angeguckt, was hier abgeht. Und hier haben wir die Missionskette von Zog. Zog scheint hier wieder zu sein von Gulen und Grauks. Und wir haben hier einen Raubzug von Starkuga, der Beschämte. Da der automatisch weiterläuft in der Overworld, möchte ich den einmal machen. Damit der Beschämte uns nicht wegstirbt. Deswegen werde ich jetzt hier einmal zu der Mission laufen, gucken, was wir da bekommen, beziehungsweise wen wir da überfallen, wen Starkuga da überfallen möchte, der Beschämte, für den wir so lange gebraucht haben, um ihn wieder für uns gewinnen zu können. Und deswegen schauen wir mal, wen er überfallen möchte. Den da. Oh, hier sind einige neue Hauptmänner. Die können wir alle mal aufdecken. Urhakon der Mörder. Den möchte er überfallen. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Ja, Starkuga. Dann überfall den mal. Da haben wir noch einen Wurm, den ich mitnehmen möchte. Komm, 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 wo ist er? Da. Hallo? Wieso ist er so schnell? Da. Jetzt decken wir einfach mal die Leute auf. Wir haben hier einen absolut insane Dude für unsere Garnison noch. Skark der Belesene. Ah, sehr cool. Sieht cool aus. Level 27, aber für dieses Gebiet relativ low. Giftfest, stets auf der Hut. Fürchtet sich vor Karagors. Okay. Dann mal weiter mit dir, mein Freund. Und dann holen wir uns hier noch ein paar andere Würmer, laufen dann aber schon mal Richtung Missionsausgangspunkt. Da unten ist noch ein Wurm. Hier. Und wen haben wir hier? Tragschwachknochen. Anfällig gegenüber Schleichtodesstößen, dadurch können wir ihn sofort töten. Okay. Der Schwachknochen, also. Was hat er für eine Unverwundbarkeit? Bestienzähmer? Oh, Bomben. Er ist vom Zerstörerstamm. Und panische Angst vor Morgai-Fliegen. Okay, bisher relativ easy, die Leute. Ach ja, ich bin, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, in diesem Part erstmal wieder alleine. Kopa werde ich auf jeden Fall wieder dazu holen, wenn wir den Auftrag von Bruce gefunden haben. In einem Gebiet war ich jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob da der Auftrag von Bruce wieder sein wird. Wir den da finden werden, aber... Genau, schauen wir mal. Ach, der eine Wurm ist da im Untergrund. Aber vielleicht ist der Wurm hier oben. Ja, perfekt. Den können wir uns holen. Oh, wen haben wir da? Ach, das ist das Weißauge, richtig? Das müsste das Weißauge sein. Den finde ich eigentlich auch noch ganz cool. So, wen haben wir hier? Zatra, der Geschmolzene? Okay, der ist entflammt. Er ist der Geschmolzene. Hat eine Narbe über dem rechten Auge. Fürchtet sich vor Gift. Okay, immun gegen Hinrichtung. Einige von denen, die wir jetzt aufgedeckt haben, hat eine flammende Waffe. Der Geschmolzene, cool. Cooler Dude. Wird das Weißauge irgendwas? Ist es wirklich so lange her? So schnell verfliegt die Zeit. Ich habe seitdem ein paar neue Tricks gelernt. Ich frag mich, ob auch du interessanter geworden bist. Urdag. Den hatten wir ja schon mal irgendwie gefightet. Aber, ja. Den lassen wir jetzt mal außen vor. Wir wollen die Starkuga-Mission machen, dann wollen wir von Zog, dem Ewigen, diese Untoten-Mission weitermachen. Denn Zog darf hier nicht weiter wüten. Er möchte hier die Untoten auf Mordor loslassen. Hier, The Walking Mordor, oder was? Ja, das war schlecht, ich weiß, aber...
Oh, ein Online-Blutdrache ist verfügbar. Sehr cool. Ist da oben der Wurm oder wo ist der Wurm? Oh, ist der wieder im Untergrund? Ich befürchte fast, dass der wieder im Untergrund ist. Naja, laufen wir da mal hin. Vielleicht haben wir auch gleich einen coolen Hauptmann in der Online-Blutrache. Nachdem wir Hawk die Pest ja leider nicht rekrutieren konnten, weil wir zu lange gebraucht haben, aber das war auch ein absolutes Schlachtfeld da mit Cooper, was da passiert ist. Ja, sehr gut, einfach mal die Leute hier ausgelöscht. Und Kohle müssen wir auch farmen. Denn wir haben ja viel Geld verloren durch das Upgrade unserer Festung. Von daher passt das schon. Da haben wir aber noch einen Wurm. Das ist doch perfekt. Halt! Nee, das wollte ich nicht. So. Das wollte ich. Und da haben wir jetzt den. Ach, Argul, der Felsenbrecher. Wir hatten ja schon mal einen Felsenbrecher. Das war Arcaro. Der wurde dann irgendwann der Prügelmeister. Ah, sehr cool. Sehr, sehr cool. Gefolge von Ulox, bisschen schlechter. Jo. Interessanter Hauptmänner. Jetzt keiner dabei, der mich ultra flasht. Und jetzt machen wir die Aufgabe hier vom Beschämten. Huch, das wollte ich gar nicht, den greifen. Sakuga, der Beschämte, gegen Ur-Hakon, der Mörder. Durch Gift auf der Stelle getötet werden, das ist ganz schlecht. Oh oh, da müssen wir ja richtig aufpassen. Hat er die neu dazu bekommen? Oh wei, oh wei. Anfällig für Schleichangriffe. Anfällig für Gift. Oh, ich muss aufpassen, wenn ich mit Gift schieße. War das schon immer so? Hatte der das schon immer? Der Mörder. Also, ich habe alles abgezählt. Wehe, ihr dreckigen Magen, vergreift euch an was. Aus Langfingern mache ich ruckzuck Kurzfinger. Okay. Versucht die Vorräte beim Transport nicht zu zerstören. Drei Kopftreffertötungen. Wir schauen uns das Ganze mal an, wie Sakuga sich schlagen wird. Ich werde mir hier die Headshots jetzt mal eben holen. Perfekt. Und der war anfällig für Schleichangriffe, ne? Das heißt, als ob ich den hier nicht... Doch, jetzt, bam, Schleichtötung, bam. Dafür war er doch anfällig. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass das heißt Instant Death. Besonders anfällig heißt doch eigentlich nicht Instant Death. Oh wei, oh wei. Das ging ja relativ schnell. Und ja, wir haben einige neue Runen. Da muss ich jetzt tatsächlich mal hier ein bisschen schauen, was wir hier... Ah. Das Aufzehren, das war der hier, ne? Beschäme ein Eulenblutrache-Ziel. Vielleicht wird das jetzt erstmal unser nächstes Ziel. Die... legendären Sachen in diesen Online-Blutdinger, in diesen Online-Blutrachen abzugraden, auszustatten, wie auch immer man es sehen möchte. Die können jetzt auf jeden Fall erstmal weg. Ja, nee. Das kann weg und der kann weg. Dann kriegen wir auch wieder einiges an Kohle. Nee. Das ist sehr stark. Gewährt dir mit einer Chance von 12% volle Macht. Das ist halt wirklich stark. Also da habe ich auch noch keinen besseren legendären Hauptpanzer, Rüstungspanzer bekommen. Das ist schon sehr, sehr gut. Oh, den können wir jetzt upgraden. Halleluja. Sehr nice. Jetzt ist der schon Level 44, der Bogen. So muss das sein. Weg damit. Weg damit.
Ja, das mit dem Explodieren, Kopf explodieren, sehe ich noch nicht so. Auch hier, die Bögen sind nicht wirklich besser. Ich bezweifle, dass hier die Dolche besser sind, die wir jetzt hier haben. Lass mal aufräumen hier. Aber das ist auch nicht schlimm, denn die Dolche können wir ja erstmal behalten. So. Ich meine, die legendären Sachen werde ich wahrscheinlich eh nicht weggeben, weil die einfach cool sind. Das ist auch stark. Das ist auch gut, das Schwert. Das ist schwierig. Ich frage mich, wie krass diese Schwerter werden später. Also diese legendären Schwerter. So, hier, Boy. 5000 Mirian haben wir gerade bekommen. Du machst jetzt erstmal einen Rückzug. Aber ich fange doch gerade erst an. Ja, ich weiß. So, wir wollen jetzt aber hier zu dieser Hauptmission bzw. zu der Nebenmission von Sox, Puschkrimp der Fleischsammler. Zur Nebenmission hier mit Zog und seinen Zogs Nekromanten. Gefolgsmänner machen sich in Mordor breit. Und wir werden sie finden. Sie alle. Oh ja. Aber ich glaube, das wird erst was, wenn wir Zog finden. Also, dass wir da Ruhe vorhaben werden. Vorher kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da Ruhe. Warum greifen die sich denn hier gerade gegenseitig an? Ah, hier sind auch noch welche von uns, okay. Und diese Sklaven fliehen dann. Läuft bei denen. Also bei den Sklaven läuft es. Bam. Schöne Köpfung hier wieder. So muss das doch sein. So. Von Ghulen und Grauks. Zogs Kult lässt weiterhin die Toten wieder auferstehen. Doch dies macht die Ghule auf sie aufmerksam. Setze dem Ganzen gemeinsam mit Kanan ein Ende. Die Brüder der Verdammnis Oh erwecken ja. ihre Toten. Eile, eile. Sitz auf Kanan auf. Das machen wir doch. Bam. Der Wo müssen wir hin? Gestank des Todes umgibt uns. Eine Meute von Ghulen erhebt sich und wütet. So wie sie sich erheben. So sollen sie auch fallen. Zerstöre Ghoul-Hügel. Die Brut schreit. Okay. Was geht hier ab? Also, ja, aber wo sind denn. Was sind denn Ghoul-Hügel? Sind das Ghoul-Hügel? Warte mal. Das da? Habe ich jetzt einen zerstört von 15? Wo kommen die anderen her? Wie habe ich einen von 15 Ghoul-Hügeln zerstört? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. 2 von 15. Sind Ghoul-Hügel da, wo die rauskommen? Aus dem Boden? Ich glaube, das sind die. Das heißt, die muss, kann ich nur zerstören im Nahkampf. Jo. Ich glaube, das sind die. Ah, jetzt habe ich diesen Giftsturm gemacht. Talion, wir müssen die Ghoul-Hügel zerstören. Nur dann werden sie nachlassen. Ja, das habe ich jetzt auch gecheckt. Reinige die Nekromantenhügel. Totems. Und zerstöre die Ghoul-Hügel. Schön verhaspelt. Sehr gut. Das haben wir hinbekommen. Das kriegen wir alles hin. Oh, hier ist ein Ghoul-Hügel, glaube ich. Bam. 5 von 15. Okay. 6 von 15. Da ist noch ein Ghoul. Ah, läuft bei uns. Sehr gut. Kannst du da rüberspringen, Kanan? Oh, was ein Jump. Da ist noch ein Ghoul-Hügel. Bam. Ah. So erkennt man also Ghoul-Hügel. Das ist gut zu wissen. Da ist noch einer. Perfekt. Ja, geht mal auf diesen Grauk.
Geh mal auf den Grauk, ihr absoluten Oberlutscher. Ich mache nämlich das einmal und dann seid ihr alle hops. Ja, gleich. Erstmal, wenn ich hier alles gereinigt habe und diesen Ghoul-Hügel da zerstört habe. Diese Nekromanten, ne? Diese absolut kranken Untoten. Und dieses giftige Feuer ist auch sick. Und nein, da ist noch so ein Ghoul-Hügel. Oh, uns geht's gar nicht gut mit Kahnen gerade, sehe ich. Also wir sind fast half-life. Ist ein bisschen belastend. Spawnen die immer wieder neu oder wie stelle ich mir das hier vor? Okay. B halten für die Reinigung. Perfekt. 10 von 15 Ghoul-Hügel schon gereinigt. Zerstört. Gott. Was ist denn los mit mir? So, weiter geht's. Bam. Laufen wir weiter. Half-Life schon mit Kahnen. Das ist ein bisschen belastend. Aber wir nehmen auch jeden Ghoul-Hügel mit, den wir finden können. Kann man nicht anders sagen. Oh, hier zum Beispiel. Bam. Aber wir müssen noch 15 zerstören. Von daher muss ich da jetzt bald zum Glück nicht mehr so drauf achten und bei jedem stehen bleiben, sondern kann einfach weiterlaufen. Das Ritual betäubt sie. Das ist schlecht. Setze ihm ein Ende. Wir können ihm nur ein Ende setzen, wenn wir an diesen Ghulen vorbeikommen. Ja, machen wir doch die ganze Zeit. Was ist los mit dir? Wir sind doch die ganze Zeit hier an diesen Ghulen dran. Um die Totems zu reinigen. Ja, das machen wir sofort. Was können wir erst machen, wenn... Oh, jetzt geht's gar nicht gut. Eieiei. Kann ich hier nicht... Oh, oh. Ein Ghoul-Hügel muss ich noch... Warte mal, ich muss hier runter. Ein Ghoul-Hügel muss ich noch zerstören mit Kahnen. Ich weiß nicht, ob Kahnen sterben darf. Okay, erster Nekromant ist tot. Hier. Und der ist hoffentlich auch tot. Ja. Ein Ghoul-Hügel muss ich hier noch zerstören. Und hier sind noch zwei Fernkämpfer. So, der ist weg. Und wo ist der letzte Fernkämpfer hier? Ist der nicht da oben irgendwo? Doch. Der fällt da jetzt. Hä? Er ist Jesus. So, ein Ghoul-Hügel muss ich noch zerstören. Wie kann ich denn nochmal mit einem Grauk mich heilen? Oh no. Das ist schlecht, da komme ich gar nicht durch. Da komme ich gar nicht durch. Ciao. Ich meine, das ist ein Ghoul-Hügel, aber da komme ich mit Kahnen gar nicht durch. In der Grauk-Form. Komm, ein Ghoul-Hügel hier noch auf dem Weg. Hier, komm. 15 von 15 zerstören. So, und jetzt laufen wir einfach da zum Totem. Ist mir egal, was mit den Ghoulen passiert, die uns verfolgen. Wir sind schneller. Komm, Kahnen. Das ist okay. Das ist alles okay. Lass die Ghule ruhig hinter uns her sein. Die sollten nicht schaffen, uns bis hierhin zu folgen. Deswegen laufen wir einfach durch zum letzten Totem, was gereinigt werden muss. Und bin ich gespannt, ob wir auf Zog wieder treffen werden. Karagor von seiner Energie angelockt, von seiner Verderbnis getrieben. Oh, oh, das ist schlecht. Aber ich kann jetzt hier mir die Leute greifen und mit Kahnen aufleveln. Das ist gut. Das heißt, jedes Mal, wenn wir die killen, stehen die wieder auf, ne? Ja, das sind einfach wirklich die absoluten Obernekromanten hier. Hier töten wir jetzt gerade einen Karagor, den wir fressen. Da haben wir einen Ghoul. Da ist ein Ghoul-Hügel. Habe ich den Ghoul-Hügel ja jetzt zerstört? Ich hoffe. Ja, die Ghule müssen nicht unbedingt nachspawnen, finde ich. Holy moly, sind das viele. So, der Karagor ist auch gebrochen. Ihr werdet wiederkehren, meine Kinder. Und die Rache soll euch sicher sein. Untot macht diesen Ork feurig. Wieder wirst du
Okay, Untot macht diesen Ork faulig. Das glaube ich nicht so lecker. So, reinigen wir das letzte Totem. Komm. Unser Werk ist noch nicht getan, Untoter. Sei bereit. Okay, und Level up. Das wäre jetzt Level 44. Zerstöre Ghoulhügel. Haben wir gepackt. Die Kommanden werden nicht einhalten, bis alle Toten Mordors erweckt wurden. Eine Armee so stark wie die unsere. Aber ist die Armee so stark wie unsere? Also ich meine, ja, ist krass mit Untoten, aber... Ich meine, guckt euch die mal an. Hier, diese Leute. Tschüss. Ich weiß nicht, ob die Untoten... Also die Untoten sind schon stark, das kann man nicht sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie schwach sind, aber... Ob es auch untote Hauptmänner gibt? Wäre crazy. So, jetzt haben wir hier in dem Gebiet erstmal nichts mehr. Es gab ein Gebiet, wo ich noch nicht war. Ich wollte auch wegen Bruce unbedingt nachgucken. Das war Cirith Ungol. Da waren wir lange nicht mehr. Das war ja die erste richtige Festung, die wir damals erobert haben. Richtig mit Oberherrfight, die ja Grom damals noch besetzt hatte. Und da war Sapja dabei. Da ist ja die Flamme des Krieges momentan drin. Deswegen wollen wir mal nach langer Zeit wieder nach Cirith Ungol zurückkehren und gucken, ob wir da jetzt eine Mission haben. Weil Bruce, seine Mission fehlt mir auch noch. Eigentlich verfolgen wir auch gerade Bruce. Oder ist es vielleicht doch erstmal so weit, dass wir nach Minas Ithil zurückkehren müssen? Neue Aufträge jetzt verfügbar. Hier sind beide Aufträge, sehe ich gerade. In Cirith Ungol ist einmal Zog und einmal der vergiftete Weg. Alter, der hat meine Gefolgsleute gefangen genommen und will die vergiften. Was für ein Wichser. Oh, 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 Leute. Aber hier haben wir die Bogenschützen Mordors. Haben wir hier eigentlich auch neue Leute? Jo, hier sind noch einige Leute nachgerückt. Bug der Schüchterne, stimmt. Und Grisha der Machthungrige, da waren ja neue Leute. Der Schüchterne, legendärer Hauptmann. Witziger Dude auf jeden Fall. Die können wir mal aufdecken. Den Flüsterer haben wir auch noch. Wir haben noch den Blutsbruder von dem Blauen. Sugor, wir haben den Amputierer, wir haben Mug, den Roten hier noch, der absolute MVP war, wir haben den Grubenhüter. Hier sind sie alle, der Amputierer. Insane. Welcome back, was für coole Leute wir eigentlich haben, ne? Was für eine coole Armee, ich muss schon sagen, es gefällt mir, was wir hier bisher aufgestellt haben. In jedem Gebiet. Jetzt werde ich auf dem Weg zur Mission zu Zog nochmal ein paar Würmer sammeln. Ein Nekromant allein ist gefährlich. Aber mit vielen, er könnte eine Armee erschaffen. Wie wir wissen, ist das ja auch sein Ziel. So, die Würmer nehmen wir mal hier mit, damit wir die Schatten hier noch aufdecken, die Hauptmänner. Skag Kettenschwinger. Schreckensstamm. Er hat die Schreckensketten. Ja, ja. Beschusssicher, aber anfällig für Schein. Ich wusste gar nicht, wenn die besonders anfällig sind, dass man die da auch instant durchkillen kann. Das war beim Mörder gerade tatsächlich leichter, als ich dachte. Und hier ist eine Online-Blutrache jetzt verfügbar, okay. Da hole ich mir nochmal eben den Wurm, beziehungsweise vielleicht die beiden Würmer. Dann haben wir nämlich hier auch alles aufgedeckt. So, wen haben wir hier? Ugbug, der Beobachter... Der hat so ein, wie nennt man das denn nochmal, Monolith? Nee, ihr wisst, was ich meine, ne? Dieses Auge, dieses Glasauge. Doch, ich glaube, es ist ein Monolith. Witzig, der Beobachter. Hatten wir auch noch nicht. Das ist ein Meuchler vom Mystikerstamm, hat die Mystikerklinge. Und das ist ein Frontkrieger. Sehr cooles Design, wie ich finde, der Beobachter. Nicer Dude. So, da haben wir noch einen Wurm. Ja. Er will dich nicht nur einfangen, er hat dich eingefangen, Freund. Und dann haben wir da noch einen. Musu
Karagor-Zahn. Ja, warum der wohl Karagor-Zahn heißt, hatten wir auch noch nicht. Ich glaube, der hat viele Karagors gekillt. Wildenstammkommandant, panische Angst vor Feuer, unbeholfen, leichtes Ziel, anfällig für Schleichen. Viele Schwächen, aber auch einige Unverwundbarkeiten. Ja. Kann sich sehen lassen. Finde ich auch cool. Karagor-Zahn. So, da sind glaube ich noch zwei mit einem Juwel, beziehungsweise mit Geld für uns. Potenziell Geld. Deswegen würde ich da mal eben runtergehen. Und die fighten. Natürlich mache ich die Bruce-Mission jetzt nicht ohne Koopa. Deswegen alles Chilli-Milli. Ach, hier sind freundliche Bogenschützen von uns, merke ich gerade. Okay, okay. Dann wollen wir mal hier lang. Oh, da liegt ein Juwel. Warum auch immer da ein Juwel liegt. Aber es liegt dort eins. Da liegen zwei Juwelen. Hier liegt eins. Oh, hier unten. Warum liegen hier Juwelen? Also klar, die Leute können ja auch sterben in der Overworld hier durch irgendwelche Bestienangriffe. Aber interesting. Ich habe die nicht gekillt. So, weiter geht's. Nerv mich nicht. Weiter geht's. Und dann geht's hier hoch. Da unten ist so eine Kommandantflagge. Und dann laufen wir zum Auftrag, zum Ausgangspunkt des Auftrages von Zog. Dann wollen wir mal gucken, wie es hier weitergeht. Da sind wieder irgendwelche Juwelenträger. Hier unten ist einer. Und ich denke mal irgendwo hier... Ach, da ist der. Ja, hier unten. Wenn der hier unten ist, dann können wir den ja auch... LOL! Alter, ist der gerade fast auf mich raufgejumpt? Wer bist du? Ach, das ist der Kettenschwinger. Hier, guck mal. Wer ist das? Moin. Du bist ja fast tot, Alter. Gibt es nicht mal irgendwie eine Introduction hier von dir, Freund? Ich meine, was springst du auf mich drauf? Ich kann euch einfach alle einfrieren. Oh no, bist du jetzt gebrochen? Das hast du nicht kommen, du Idiot. Auf ihn. Weißt du, was ich mal mit dir mache? Ja, ist es, ich weiß. Aber du hast mir auch keine Introduction gegeben. Du hast nicht mit mir geredet. Alter, kill den nicht, du Trottel. Ey, du Uruk-Trottel, lass das. Oh no, zu Tode gestürzt. Ist er hingefallen? Ist er da irgendwie in den Felsen gefallen? Ich weiß es nicht. Ah, da ist der Flüsterer. Der Flüsterer hat, den Flüsterer hatten wir gefühlt in jedem Gebiet bisher, ne? Den Namen. Da wird auf jeden Fall hart gefeiert. Ja, den Kettenschwinger haben wir mal eben getötet. Ich meine, was springt denn der einfach auf mich drauf und will mich hier angreifen? Wie kann er nur? Dann wollen wir jetzt hier auf jeden Fall zu diesem Ausgangspunkt rennen und diese Mission machen. Bin gespannt, was das für eine Mission werden wird hier mit Zog und seinen Nekromanten. Schaffen wir das noch in diesem Part? Ah. Ja, na klar. Auf jeden Fall irgendwas mit Bogenschützen. Hier ist noch ein Juwel. Oh, deswegen müssen wir hier auch auf den Turm drauf. Hier ist noch ein Wurm. Den gebe ich mal schön einen Freiflug. Lass mal, Karagor, ich habe dich gerade gerettet. Die Bogenschützen Morgoths. Zogs Kult versucht, einen alten Kriegerorden der Orks, die Bogenschützen Morgoths wieder auferstehen zu lassen. Verbinde dich mit Kanan, um das Ritual zu brechen. Der will jetzt hier alles auferstehen lassen, oder was? Bogenschützen Morgoths, Feuer frei! Eifrig sind die Sklaven Zogs. Wir müssen davon. Schwing dich eilig auf. Die Akolyten Zogs. Wer sind diese Bogenschützen Morgoths? Morgoth war der erste dunkle Herrscher und diese gefallenen Schützen waren seine Schöpfung. Oh oh. Sie waren Meister ihrer Kunst und wir dürfen sie nicht in die Höhlen entwischen lassen. Oh oh. Da sind sie. Wir müssen ihre Totems vernichten, bevor sich weitere erheben. Gott, wie viel muss ich killen? 40? Holy moly. Das sind aber viele, die ich killen muss. Oh, Eisstoß.
Bam. Das ist schlecht, was hier passiert. Holy moly. Aber erstmal müssen wir hier 40 Stück killen, anscheinend. Deswegen fliegen wir hier lang und machen die mal alle weg. Ich meine, hier sind ja genug. Und ich weiß, die stehen alle wieder auf, aber wir müssen ja auch einige killen. Deswegen ist das für mich erstmal chillig. Alter. Alter, sind das viele. Holy moly. Okay. Vielleicht sollte ich auch ein paar... Wie ist eigentlich eine Hinrichtung auf einem Drachen? Habe ich das schon mal gemacht? Weiß ich gar nicht. Das sind die ersten Bogenschützen gewesen oder wie läuft das? Ah, schön, wie wir die hier zerstören, die Leute. So, um zu reinigen müssen wir natürlich wahrscheinlich wieder absteigen später. Aber erstmal machen wir das hier. Er hat sie fressen, damit wir wieder full live sind. Sehr schön. Oh, wir kriegen aber wenig Schaden auf dem Drachen. Also Drachen sind ziemlich OP. Aber hier sind auch einige Bogenschützen, deswegen easy peasy. 40 davon muss ich killen. Dann mache ich diesen Eissturm. Der hat ja absolut gar nichts gemacht. Wahrscheinlich sind 40 alle Bogenschützen hier, ne? Von denen. So, der hat voll gesessen. Ja, wahrscheinlich alle goldenen Ziele, die wir hier haben. Deswegen machen wir die erstmal alle weg. Gut, dass ich kein Zeitlimit habe. Und dann reinigen wir diese Totems. Auf uns wird Kanan ja in der Drachenform nicht gehen. Das heißt, wenn wir von Kanan absteigen, wird Kanan uns noch gut unterstützen gegen die Nekromanten von oben. Rauf da, schön drauf, perfekt. Der ist tot. Und der ist tot. So, haben wir hier noch einen Sturzangriff, den wir machen können? Ja, natürlich. Was du tun sollst? Gar nichts. Wir fressen dich einfach. So, wie viel haben wir noch? 4 Bogenschützen haben wir noch. Da hinten sind noch 2. Dann können wir jetzt diesen Eisstoß wieder machen. Perfekt. Da ist noch einer und da sind die letzten beiden dann. Perfekt, perfekt. So. Rauf da. Zack, zack, perfekt. Die haben wir besiegt. Und jetzt kümmern wir uns hier um diese Totems. Das heißt auch um die Nekromanten da unten. Da werden wir einen schönen Eisatem reinsetzen. Dann steigen wir ab. Und werden diese Totems reinigen. Kümmert ihr euch mal um den Drachen? Ich kümmere mich um euch und euer Totem. Oh, und womit? Mit Recht. Überleben die jetzt trotzdem? Ja, okay. So, komm mal her. Damit ich da schneller hinkomme zu den anderen Totems. Oh. Ah, schön. So, was seid ihr hier für Leute? Gefrorene Leute seid ihr hier, sehe ich gerade. Eisstoß verfügbar. Bam. Und absteigen. War ja fast alle gekillt. Oh, schön. Den Nekromant gekillt. Oh, das Totem. Schnell reinigen, damit die nicht wieder auferstehen. Sind die jetzt eigentlich immer noch am Leben, wenn das Totem gereinigt ist? Ja, sind sie tatsächlich doch. Okay. Rokanen, komm her, damit ich zum letzten kann. Zum letzten Totem. Bring mich dorthin. Alle Schützen haben wir besiegt. Hier geht's richtig ab. Es macht eigentlich keinen Sinn, die erstmal zu killen. Ich friere die, glaube ich, erstmal alle ein, weil Sinn, die zu killen, macht es erstmal nicht. Die stehen ja eh wieder auf. Nee, das will ich nicht machen. So, reinigen. Komm. Bam. Die Schützen kehren zu Staub zurück und Morgoth sei verdammt. Finde Sorg und seine Akolyten, Untote. Reinige jeden einzelnen von ihnen in den Flammen.
Tja, muss ich den erstmal finden. Zocks Ambitionen werden nur noch wachsen. Wir müssen ihn finden, bevor er seine eigene Armee erschafft. Ich meine, wir haben ja hier jetzt auch einiges aufgedeckt. Einige Leute. Wisst ihr, was wir mal lange mal nicht... Also wir haben eine Sache lange nicht gemacht. Klar, wir haben jetzt auch... Haben wir hier noch... Oh, Inventar, hier sind neue... Wir haben neue Sachen eingesammelt. Ein Online-Blutrache-Ziel. Flag der Weise. Okay. Wir haben uns lange mal keinen Dude in der Overworld ausgesucht und uns killen lassen, fällt mir mal ein. Der ist auch krass, ne? Der hat doch mal unseren Olokai da in der Dings gekillt. Was wollte ich jetzt machen? Irgendwas wollte ich machen. Oh, echt ein episches Gebiet hier gewesen. Irgendwas wollte ich machen. Ah ja, hier im Inventar. Perfekt. Hier haben wir nämlich eine Rüstung bekommen. Die kann weg. Und dann würde ich sagen, wir haben mittlerweile 19 Fähigkeitspunkte. Also mittlerweile kann ich ja wirklich fast alles hier einfach zumindest schon mal freischalten. What the hell? 19. Nun gut. Ich würde sagen, Leute, für diesen Moment war's das. Wir werden uns im nächsten Part wiedersehen. Und dann schauen wir mal, wo der nächste Zog-Auftrag ist, in welchem Gebiet. Und den Bruce-Auftrag machen wir dann ja erst wieder mit Copa. Den werde ich jetzt heute so spontan wahrscheinlich nicht ranbekommen. Aber das ist nicht schlimm. Den machen wir dann mit Copa. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part wieder dabei. Bis dahin, Leute, haut rein und ciao.